Servus und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ist dieser Typ wieder oberkörperfrei, warum hat er die Augenringe des Todes und warum sieht er so zerknautscht aus. Ich bin gerade aufgestanden, wir haben momentan 8 Uhr, ihr seht es, 8.21 Uhr. Und heute gibt es ein Full Day of Eating in der Wettkampfdiät. Wir haben noch circa 2 Wochen, bis es dann letztendlich auf die Bühne geht. Und da meine Ernährung jetzt doch ziemlich minimalistisch ist und sehr funktional ist, wollte ich euch mal zeigen, was in den letzten Zügen der Diät so gegessen wird und was es denn so gibt. Genau, und deswegen würde ich sagen, fangen wir mit der ersten Mahlzeit an. Ich bin ganz ehrlich, ich habe diese Mahlzeit noch nie selbst gemacht. Es wird jetzt ein Highlight, es wird eine Premiere. Ich habe die bei einem anderen YouTuber gesehen und zwar handelt es sich dabei um ein Ei-Eiweiß-Wrap. Kann man das so nennen? Jedenfalls werde ich es gleich ausprobieren. Ich nehme euch mit, ich zeige euch das ein bisschen. Ihr könnt mir beim Failen zugucken und dann nehme ich euch durch den Tag und zeige euch, was ich heute so esse. Viel Spaß dabei. Warum habe ich das Gefühl, dass das kein allzu günstiger Winkel für mein verschlafenes Gesicht ist? Jedenfalls brauchen wir dafür natürlich erstmal das Eiklar. Das habe ich mir diesmal von Bulk Powders gekauft und zwar, genau, und zwar bin ich durch die FIBO auf die Marke aufmerksam geworden. Die haben wirklich sehr viele coole Sachen, unter anderem auch viele Snacks. Und da ich ja ultra der Fan von Eiweißriegeln, Snacks und Co. bin, dachte ich mal, als ich das Eiweiß gesehen habe, für die Diät ist es doch perfekt, probierst du es mal aus. Davon nehmen wir gleich 333 Milliliter, einfach ein Drittel der Flasche, habe ich mir gedacht, und mal gucken, wenn das Ganze dann zu dünn, zu wenig ist, gebe ich noch ein bisschen dazu und die Sache hat sich. Dann haben wir hier einmal Feldsalat und zwar davon ganze 150 Gramm. Der kommt danach auf die auf den Wrap, wenn er fertig ist und dann wird er eingerollt und als zusätzlichen Geschmack bzw. Proteinanteil haben wir hier noch ein bisschen Schweinebraten bzw. ihr könnt auch jede andere Art von Fleisch, von Fisch, zum Beispiel Thunfisch mit dazu nehmen. Ich habe mich jetzt hier für den Schweinebraten entschieden, ist alles Geschmackssache. Genau, dann natürlich Gewürze, hier habe ich an, das hier ist einfach so eine Kräutermischung, das ist kein Schnittlauch, da habe ich verschiedene Kräuter reingemacht und hier Paprika, Pfeffer sowie natürlich Salz. Salz. Genau. Öl, auch ganz wichtig. Hier. Und dann würde ich sagen, also der Autofokus, der war auch schon mal besser, ne? Ich würde sagen, das war ein grandioser Fail. Nichtsdestotrotz werde ich es mir jetzt trotzdem schmecken lassen. Ich meine, schmecken tut es ja trotzdem. Und nächstes Mal sollte das Ganze ein bisschen besser hinhauen. Ich glaube, der Fehler war einfach, dass ich zu wenig Geduld hatte und den Deckel zu kurz drauf gelassen habe. Hätte ich das Ganze bei einer schonenderen Hitze mit ein bisschen mehr Öl und ein bisschen länger mit dem Deckel gebraten, dann wäre oben auch alles schön... Dann wäre oben auch alles schön fest geworden und wäre nicht irgendwo in der Mitte zerrissen.
Das Ding war nur, in der Mitte wurde die Pfanne am heißesten und da ist es dann ein bisschen angebrannt, also fest. Da wurde halt, da ist halt an der Pfanne dann festgeklebt und so konnte ich es nicht wenden und dann ist es ganz auseinandergefallen. Aber ja, ich denke mal, aus sowas lernt man. Ich habe es heute das erste Mal gemacht. Es war irgendwie auch klar, dass es nicht gleich klappt. Deswegen nichtsdestotrotz werde ich es mir schmecken lassen. Noch ein bisschen Paprika obendrauf, Paprikapulver obendrauf und ein bisschen salzen und dann muss das Ganze tief reingehen. So, das war's jetzt mit Mahlzeit Nummer 1 und jetzt im Anschluss werde ich mir noch einen Eiweißriegel gönnen und zwar gucken wir doch mal in die geheime Snackkiste. Und zwar wird das ein MyProtein Caramel Peanut Butter Flavor oder nur Peanut Flavor. Richtig, richtig lecker. Ich liebe diese MyBar Zeros von MyProtein. Also geschmacklich gibt es da wirklich wenig, was da mithalten kann. Auch wenn das natürlich Full Day of Eating heißt, will ich euch die Getränke nicht vorenthalten. Und jetzt gibt es ein Monster Energy Zero im Citrus Ultra Citron Geschmack. Ich feiere das wirklich total ab. Schmeckt nicht ganz so wie Fanta, aber ich wollte schon gerade sagen, dass es dann eher dieses Orangene, dass es auch einen Zero Geschmack gibt. Aber es ist super erfrischend, super lecker und auf jeden Fall unter den Top 3 der zuckerfreien Energy Drinks. Ach ja, und bevor ich es ganz vergesse, wir haben natürlich auch Supplements am Start. Und zwar gibt es heute jeden Morgen eine kleine Packung Magnesium. Ist einfach ganz cool, weil man die so schön schnell runterkriegt. Dann, na, ich kriege jetzt bestimmt nicht alle hier raus, aber ich lege sie mal hierher. Haben wir ein paar Pillen, nicht erschrecken, das sind sogar ganz schön viele. Aber wir haben hier 7 oder in dem Fall sogar 8 Omega-3-Kapseln, 2x Multivitamin und 2x Zink. Das ist jetzt der Supplement-Stack, den ich momentan in der Diät fahre. Einfach für die guten Fettsäuren, da ich ja wirklich kaum Fisch oder Kokosfett oder so in meiner Ernährung integriert habe. Und ja, das wird jetzt hier schön runtergespült. So, willkommen zurück. Mittlerweile ist es schon, lasst mich schauen, 10.17 Uhr. Und ja, ich mache mich jetzt gleich auf den Weg ins Training. Ich habe um 3 Uni und will noch Cardio machen, wenn ich mit meinem Krafttraining fertig bin. Deswegen muss ich mich ein bisschen ranhalten. Und zwar gibt es jetzt einmal meinen vierfachen Pre-Workout-Kaffee. Immer wieder geil, immer wieder deliziös und den gönne ich mir jetzt vor dem Training. Und während dem Training habe ich hier in meiner ja, Bio-Hipster-Nachhaltigkeitsflasche einen During-Workout-Shake oder Intra-Workout-Shake, wie man es auch so schön nennt. Wenn ihr wissen wollt, was ich sonst noch so an Supplements zu mir nehme, während, vor und nach dem Training, dann schreibt es doch mal in die Kommentare und ich kläre euch da ein bisschen auf. Wie gesagt, ich gönne mir jetzt den Kaffee, dann mache ich mich auf den Weg ins Studio und dann sehen wir uns nach dem Training wieder. So, ich bin jetzt wieder vom Training zurück und bin mega unter Zeitdruck. Es ist momentan, ihr seht, 14.43 Uhr und um 15.15 Uhr beginnt schon die Vorlesung. Heißt, ich muss um 10 vor 3 schon in der Bahn sein. Deswegen nehme ich mir jetzt mein Essen mit. Und das sieht so aus. Wir haben hier 400 Gramm Hähnchenbrust, ungefähr, ich glaube, 200-300 Gramm Brokkoli und hier unten noch 125 Gramm Reis. Darüber habe ich eine Portion Zimt getan, werde das Ganze gut durchmischen und mir dann reingönnen. Wenn ihr jetzt fragt, Zimt, passt doch nicht so ganz. Doch Leute, es passt in der Diät, passt sowieso alles. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns nach der Vorlesung, nach der Uni und dann gibt es die letzte Mahlzeit für heute.
So, ihr habt's gesehen, ich bin wieder zurück von der Uni und jetzt gönne ich mir meine letzte Mahlzeit. Die besteht wieder aus 400 Gramm Hähnchen und Brokkoli, diesmal ohne Reis. Da ich jetzt sowieso nicht mehr viel machen werde, ich werde mir noch ein paar Videos anschauen auf YouTube, wahrscheinlich ein bisschen entspannen, mich dann auch irgendwann zeitlich schlafen legen, weil ich bin echt kaputt, ich bin ausgelaugt, fertig und da brauche ich keine Kohlenhydrate mehr. Dementsprechend gönne ich mir jetzt hier den Rest. Die gesamten Makros bzw. Kilokalorien blende ich euch hier ein. Und ja, damit wäre dieser Tag auch geschafft, dieses Video zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen, einfach mal so einen Einblick zu kriegen, was ich so in meiner Diät zu mir nehme. Es ist bei weitem nicht spektakulär und es ist auch wirklich sehr stupide, sehr einfach und runtergebrochen auf das Notwendigste. Aber ich bin momentan in einer Phase der Diät, wo man einfach nur noch funktionieren muss und mir schmeckt eigentlich alles. Habt ihr ja vorhin gesehen mit dem Zimt. Also ich tue alles, dass das Ganze ein bisschen Geschmack hat, ein bisschen Süße hat. Und der Brokkoli, der ist wirklich wie eine Süßigkeit. Der schmeckt so leicht süßlich, genau. Und dann dieser Zimt, das passt einfach ziemlich gut zusammen. Und Zimt mit Reis, ich meine Milchreis mit Zimt und Zucker, schmeckt ja auch jedem. Deswegen passt das eigentlich auch. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt von Full Day of Eatings, ich merke gerade, die ganze Zeit läuft noch die Mikrowelle. Tut mir leid fürs Rauschen. Dann schreibt das einfach in die Kommentare und ja, damit adios, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.